Es geht gar nicht. Warum geht das denn nicht, Reparatur? Das wäre doch voll nice eigentlich. So, hier mache ich auch die üblichen. Einfach mal aus Prinzip. Probier es auch mal mit Reparatur, auch wenn das wahrscheinlich nicht geht. Jetzt ist Reparatur drauf, oder? Ne, ist keine Reparatur drauf. Ja, komm, dann ist doch scheißegal. Ich sehe auf jeden Fall wieder schick aus. Oh mein Gott. Die Brille lege ich mal hier wieder rein. Und hier brauche ich 136 Level oder sowas. Denn ich habe mir nämlich was überlegt, dass ich vielleicht mal meinen Portalraum fertig mache und den dann halt auch wirklich mit Portalen versehe. So, dieses Ding kann ich nicht abbauen, da ich keine, doch habe ich, aber auch nicht wirklich eine schnelle. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Da oben muss auf jeden Fall noch eine Schicht weg. Das ist mal logisch. Und ich kann hier noch Haltbarkeit drauf machen, sehe ich gerade. Effizienz lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Und da die ja kein EMC hat. Lasse ich das mal und ich mache Haltbarkeit 10 drauf. Ich habe ja jetzt noch ein Haltbarkeitsbuch hier, also falls irgendwas hier schief gehen sollte, ich habe sozusagen ein Backup-Buch. Und dann muss ich halt mal schauen, wie ich das mache. Auf geht's! So. Haltbarkeit 10, die Schaufel, zack, zack. Haltbarkeit 10. So, jetzt ist die auch glücklich, so wie alle anderen. Und jetzt kann ich eigentlich mal anfangen. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal Licht, ja, dass das mal hier ein bisschen besser aussieht. Muss jetzt auch nicht besonders schön sein, aber Hauptsache, ich habe hier mal ein bisschen den Kopf frei. Ach, und bei dem Netherportal habe ich ja gesagt, das ist nur provisorisch. Das heißt, ich wollte das sowieso wegmachen. Dann mache ich das jetzt mal folgendermaßen. Mache jetzt erstmal hier ein bisschen frei. Dann hole ich hier mir mal wieder Erfahrung. Alter, was? 15 Level? Habe ich gerade 15 Level bekommen? Also 14 von diesem einen Block. Alter, Junge, das ist ja übel. Ich hatte gerade ein Level, soweit ich weiß. Dann habe ich dieses Erz abgebaut und habe einfach 15. Es geht ja mal richtig ab. So. Ich mache das Nether-Portal hier nebendran, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich das mache. Mache ich das hier nochmal weg. Und das hier kann ich nur mit Smaragd abbauen. Und das dauert immer ein bisschen. Aber ist ja nicht schlimm. Ach, und einmal Kohle. So. Und der Server ist wieder überlastet, also mein Einzelspieler-Server sozusagen. Immer so, wenn man die Dinger hier abbaut. So, jetzt haben wir 15 Level. Und jetzt 18. Das siehst du mal. Das ist echt übel. So, da haben wir noch mehr. Und schon bald 156 Level oder wie viel? Hahaha, 159 waren es, glaube ich. So, das kann ich wieder zumachen, wenn ich natürlich das passende Item hätte.
Also ein Lapislazuli Schuhe drin. Warum sind denn da Lapislazuli Schuhe drin? Habe ich doch gerade Lapislazuli Boots gelesen irgendwo. Naja, egal. War auf jeden Fall nicht das. Ich glaube, das hier war das. Nee, das war's auch nicht. Mensch, jetzt. Ja, das hier war's, oder? Jawohl. Weil ich ja genug Stein habe, kann ich mir das ja leisten. Ist ja jetzt eigentlich absolut egal, ob ich Stein verwende oder Erde oder sonst was. Kommt ja alles aufs Gleiche raus. Da Stein ja genauso viel wert ist. Okay, jetzt haben wir hier Platz für das Portal. Oh, hier wieder ein bisschen Obsidian. Dann mache ich das jetzt mal folgendermaßen. Ich stelle den Block hier hin. Ich habe eine Idee. Aber scheiße, das geht nicht. Das sieht dann bescheuert aus. Mensch, warum geht das denn nicht? Der kann jetzt wahrscheinlich nicht hier stehen und dann durch die Wand so ein Ding legen, oder? Das ist schade. Fast mit der Hand abgebaut und dann hätte er nichts gedroppt wahrscheinlich. Mensch, das ist schade, weil dann hätte ich gern hier diesen Block gehabt. Dann müsste hier eine Fackel hin. Eine Fackel, und zwar eine Redstone-Fackel. Und zwar. Zack. Zum Glück haben wir immer Sticks dabei. Das ist doch wunderbar. Redstone haben wir sowieso immer gefühlt dabei. Ein bisschen was. Fackel und. Zack. Hat natürlich nichts gebracht, weil da ja nichts hier zum Brennen ist, ne? Aber ich hätte gern hier hinten so nicht Schleimblöcke, Magmablöcke gehabt, die dann so leuchten. Aber naja, dann machen wir halt Netherrack hin, weil das sieht ja dann genauso aus wie der Igniter. Wie wähle ich das denn aus? Macht man das nicht mit Alt? Ach so, man braucht das linke Alt. Es gibt ja zwei Älter. So. Kann man eigentlich lassen, oder? Und hier könnte ich mir Steinziegel vorstellen. Da brauche ich aber 8, ne? Ne, was laber ich denn? Ich habe doch eine Chisel. Aber ich glaube, ich habe auch oben noch irgendwo irgendwelche Bricks rumliegen, die ich gebrauchen kann dafür. Könnte ich eigentlich verwenden. Der Schlüssel ist weg. Ach je. Oder auch nicht. Weißt du, dass du Smaragd hast? Ich habe dir damit. Weil ich wieder enge Scheiße laber. Ich nehme jetzt mal. Platziere die Steine jetzt mal. Achso, ich brauche gar nicht so viel. Ich habe ja hier Erde. Jetzt kann ich hier mit dieser Chisel mir einen aussuchen. Die hier sehen nicht schlecht aus. Die kennen wir ja. Die sind aber nicht CTM-fähig. Die hier schon. Glaube, ich nehme die hier. Glaube, ich nehme die hier. Und dann mache ich einfach. Ey, das sieht nice aus. Finde, das sieht geil aus. Also, mir egal, was ihr wollt, aber finde, das schmeckt. So, jetzt nehme ich mal hier. Ich will mich nämlich mal kurz ein bisschen umschauen, was es da alles gibt. Blauer Netherrack, okay. So viel gibt es da jetzt nicht davon. Ich habe gedacht, da gibt es mehr, aber ist ja nicht schlimm.
Das Portal ist auf jeden Fall fertig. Ich habe aber mal eine Frage. Wie kann es eigentlich sein, dass Dorfbewohner hier reingehen können, ohne dass irgendwas mit denen passiert? Also was laber ich? Wie können Dorfbewohner da reingehen und dann in die Dimension reinkommen und ich muss schleichen, um da reinzukommen? Das würde ich gern wissen. Aber das wird mir wahrscheinlich nicht beantwortet, diese Frage. Eigentlich schleichen Dorfbewohner immer. So, da ich jetzt zu faul bin, meinen Stein der Weißen zu holen, mache ich das einfach mit der Hand. Beziehungsweise ich könnte auch einfach die Schaufel dafür nehmen. Dann mache ich, glaube ich, einfach die gleichen Blöcke hier hin, oder? Was sagst du? Brauche ich halt wieder Blöcke. Also hat das genau nichts gebracht. Ich glaube, ich nehme diese Blöcke. Die am Rand. Wie sieht das aus? Nee, warte mal. Ich müsste eigentlich. Ich probiere es mal aus, wie das aussieht, wenn ich es so mache. Sieht nicht ganz so geil aus, wenn ich jetzt hier so mache. Und dann hier halt Blöcke, die mit dem Nether zusammenhängen, also zu tun haben. Das wären dann zum Beispiel Netherziegel. Habe ich die? Ja, natürlich habe ich die. Aber ich glaube, davon gibt es nicht so viele Variationen. Doch, gibt es. Das sieht halt auch geil aus, ne? Alter, was ist denn das? Das ist ja hier HD, ne? Das ist ja übel HD. Guck mal, ich glaube, ich mache das mal so. Und hier dann einfach irgendwas anderes. Warte mal, ich glaube, da mache ich. Das mache ich hier hin. Und hier gibt es eigentlich auch Magma-Blöcke gechiselte, bestimmt, oder? Das ist ja einer der schönsten Blöcke eigentlich, die es gibt. Aber es gibt tatsächlich keine Variationen davon. Gibt es da irgendwie Magma irgendwie was? Magma-Bricks gibt's, aber ich habe keine Ahnung, ob wenn man da drauf rumläuft, ob das dann. Gibt es noch andere Bricks? Brick, die heißen ja Ziegel eigentlich, aber manche sind halt nicht übersetzt. Dark Meat Bricks. Ah ja, zum Glück gibt es Fleischziegel. So, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach die blauen. Die finde ich nämlich auch nice. Die passen zum Obsidian, finde ich. Da müsste man hier irgendwas reinmachen, was dazu passt irgendwie. Das ist jetzt nicht so schön, weil ich nicht weiß, was ich da reinmachen soll. Was kann man denn da nehmen, Mensch? Wie herum sind denn jetzt eigentlich die Dinger? Gar nicht, die sind nämlich von oben runter. Die hier? Naja. Ah,